Ja, Shalom und willkommen zurück zu unserem, wow, lieblingsjüdischen Gameplay-Kanal. Nein. Hilfe. Gott, was geht hier ab? Okay, also ich verstehe schon das Prinzip. Wir sind ja in diesem Wasser-Ding und das ist halt so, dass worin wir halt bleiben müssen oder mit wenigen Ausnahmen. Seht ihr, ich habe es verlassen und mir ist was Schlechtes passiert. Die Musik ist ein bisschen laut. Also klar, es ist wie diese Epic Battle Musik, Epic Battle Fantasy Musik, die ja voll cool ist und so, aber die ist auch im Vergleich zu ein paar anderen Liedern auch ziemlich laut. Okay, die oberen Sachen, das habe ich mir auch schon gedacht, darf man nicht berühren. Und da unten halt, ne? Also wir haben echt nur wenig Platz von Sachen, die uns nicht wehtun. Und das ist halt so ein bisschen Survival hier, würde ich sagen. Hier mit unserem Wasserkasten unterwegs. Boah, ist hier schon dieses... Nehmen wir es mal Kettensägenteil. Wird mir noch echt böse im Weg stehen, ja. Ist doch mal gut gegangen. Cool, Boden. Aber irgendwie auch nicht. So, hier sind sehr viele Kettensägen. Hat man schon andere Sachen als Gegner? Hat man Koopas oder so? Doch, Koopas waren glaube ich auch schon hier. So, jetzt bin ich wieder klein halt, ne? Nicht so gut. Guck mal, Moment. Ah Mann, ich will so cool raus und rein wieder. Ah, ich schaff das irgendwie nicht. So, nehmen und schnell wieder abhauen. Ah, scheiße. Der Typ, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Das passiert dann, wenn man zu weit nach oben geht, dass, wenn es halt manchmal runter geht, ne? Die Plattform und da wieder rauf, wie hier. Ne, eigentlich bleibt sie auch immer gleich. Ich glaube, das ist echt eine Illusion, oder? An sich, die Plattform geht ja nicht rauf und runter. Das ist ja echt nur so der Hintergrund, der sich bewegt. Ich meine, im Prinzip ist echt die ganze Zeit der Hintergrund, der sich bewegt. Das Ding bleibt still. Egal, wie es hier passiert. Boah. Wo es hat schon irgendwie so ein bisschen Auswirkung. Weil es geht schon, wenn es so nach oben geht, dann merke ich das schon irgendwie, glaube ich. Doch, eigentlich hat es schon so eine Bewegung drauf. Ich meine, wenn es so runter geht, dann merkt man das schon, dass Mario sich im Wasser halt anders verhält und sowas. Dass zum Beispiel, wenn es jetzt nach oben zieht, dass Mario dann schon mehr nach oben schwimmen muss, sonst holt die untere Schicht einen schon ein. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich kann es auch selber nicht ganz nachvollziehen, was hier gerade passiert, aber irgendwas ist ja los. So, und jetzt haben wir es. Zumindest bis hierhin geschafft. Achso, okay. Er kommt da nicht. Ja, das war sehr interessant. Fortress 4 mit Secret Exit. Da machen wir mal. Kann ich mich da... Ne, da kann ich mich nicht festhalten. Was ist das denn? Ach so, ein Block, der manchmal fest ist und manchmal nicht. Na gut. Dann haben wir jetzt das Ding auch kennengelernt. Das sind wirklich nichts, keine Ranken zum Festhalten. Okay, mal wieder hat die Schloss hier mehrere Wege anscheinend. Wir gehen jetzt einen dieser Wege. Ich spreche das halt wegen dem Secret Exit halt an, ne? So, ich gehe mal erst hier so den oberen Weg, keine Ahnung. Da unten scheint ja auch irgendwas los zu sein, aber erst oben. So, manchmal haben wir ja Plattform. Oder ist da drunter irgendwas noch? Ne, nur der Tod wartet dort auf uns. Okay, damit habe ich es mir jetzt auch nicht einfacher gemacht. Nice, zweiten Pilz. Moment, was muss ich denn hier? Ach, da unten. Wow, ach du Scheiße, das ist ja voll schwierig. Okay, wir haben's. Hier kommt auch eine Plattform. Okay, oder wir lösen es so. Boah. Ihr seht, was für einen Monstersprung ich hier machen muss. Ja. Gut, ich würde sagen, Hops überlebt. Checkpoint. Oder wir gehen da rein. Aber da komme ich doch raus, wo ich schon vorher war. Nee, dann will ich doch da gar nicht hin. Was hat denn das dann für einen Sinn? Ich check das gar nicht. Nee. Dann will ich hier nicht hin. Ah, das ist hier schon die Boss-Tür. Moment. Rewind. P-Switch. Das wird bestimmt dem Secret Exit zusammenhängen. Zumindest vermute ich das mal. So, ich drück mal hier. Tut sich schon was im Prinzip. Achso, zumindest, dass hier so eine Tür ist. Mehr P-Switch und Cape. Und jetzt komme ich hier unten an. Aha.
Oh, guck, wir haben es gelöst. Cool. Das war nicht mal wirklich Absicht, aber wir haben es gelöst. Freue ich mich. Und wir haben so, ja, sogar so ein schickes Cape noch dazu bekommen. Was mir ein bisschen den Gang hier erleichtern soll. So. Ja, so lang ist das Schloss ja gar nicht. Also, der Checkpoint, finde ich, ist... Da oben ist ja auch eine Tür. Komme ich denn dann da hin? Ich meine, Secret Exit kann es ja jetzt nicht nochmal sein. Ne, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Jedenfalls ist eine Tür und ein Level kann an sich eigentlich keine drei Ausgänge haben. Ich glaube, die einzige Ausnahme, dass ein Level irgendwie doch drei Exits mal hatte, war, glaube ich, bei The Second Reality Project 2, was ich mal Let's Played habe. Ich glaube, da, ich erinnere mich aber gar nicht mehr, ob das wirklich so war. Ich glaube aber, da gab es irgendwie ein Level, das tatsächlich... Ach Mann, was mache ich denn hier? Drei Exits hatte irgendwie. Das war auch voll krass, da war ich auch total... fertig in meinem Leben. Ja, Moment. Jetzt aber einmal richtig. Komm, ich wäre ehrlich gesagt auch ein bisschen schneller durch, weil wir das Level ja schon gerade gesehen haben. Dann finde ich... Oh, cool. Ich habe außerdem den Typen da getötet. Da finde ich das echt satt, um ein bisschen... Ja, unspektakulärer dann das Level nochmal zu erkunden. Wisst ihr, wenn man das gerade ja schon gemacht hat. Weil man das halt ja alles schon kennt. So, der Sprung wird mir jetzt voll vereinfacht. Und jetzt haben wir es ja. Toll. Ich bleib da die ganze Zeit stehen, um rumzuwirbeln und dann... Ja, bringt mir das einen Scheiß. Okay, ich verliere mal wieder alles an Power-Ups, aber macht nichts. Ich überlebe. Und schaffe es. Das führt mich da oben hin. Wine Climb oder Volcanic Secret? Wir machen Volcanic Secret. Was? Ach du Scheiße. Okay, nochmal von vorne. Maulwürfe, die jetzt mit Steinen schmeißen. Ist ja nicht so, dass ich Maulwürfe schon an sich nicht leiden kann in diesem, also überhaupt im Mario-Spielen. Außer die großen. Jetzt kriegen die auch den Zusatz, dass sie mit Steinen werfen. Okay, ich werde das Level, glaube ich, nicht mögen, wenn hier überall Maulwürfe unterwegs sind. Bin ich jetzt hier wieder am Anfang? Irgendwie schon, keine Ahnung. Ganz komisch. Jetzt bin ich den unteren Weg. Anscheinend gibt es auch hier wieder einen oberen. Ich weiß jetzt nicht. Oh, der schmeißt mir eine Bombe. Und erwischt mich. Auf Anhieb. Boah. Richtige, dreckige Viecher, ey. Jetzt ist ein Stein auf einmal. Töten. Da ist doch nichts, oder? Nee. Oh. Ach du Scheiße, was... Was zur Hölle geht hier ab? Wie komme ich denn hier wieder irgendwie raus? Okay, Moment, nochmal ganz langsam. Ja, scheiße, jetzt bin ich auch noch klein. Ich weiß nicht, wie ich hier weitermachen soll. Vielleicht muss ich ja... Oh, guck mal, wie da drin so eine Höllenparty ist. Ich glaube, ich muss hier irgendwie mit Hilfe von Spinjump auf dieses Feuerding... Ah, das ist aber echt schwierig. Nee. Das muss perfekt laufen, jetzt haben wir es. Ach, ich kann die ganze Zeit aufheben, scheiße. Okay, wozu ist jetzt der P-Switch gut? Ich glaube, ich habe es irgendwie voll verkackt gerade. Ich glaube, ich habe es echt verkackt. Okay, wusste ich nicht, ja. Ich dachte, die Steine wären fest. Aber ich glaube, das macht jetzt auch nichts. Maulwurf. Das Level hat ja auch kein Secret. Exit. Das sind nur echt zum Kotzen nervige Maulwürfe und meinen eigenen Tod. Boah, Mann. Es kann auch nicht mal irgendwie gut laufen, irgendwas. Nein. So, jetzt habe ich es einmal ausnahmsweise überlebt. Ist das Yoshi? Nein. Hört ihr das Geräusch aber? Das sind doch Yoshi-Geräusche, wenn ein Yoshi aus dem Ei schlüpft. Wieso kommt die ganze Zeit dieses Geräusch? Das provoziert mich. Weil ich dann Bock habe, auf den Yoshi zu reiten. Boah, der ganze Boden bebt. Ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, dass der ganze Boden hier vorhin vibriert ist. Und jetzt fallen überall Steine her, oder?
vollkommene Eskalation. Oh, toll. Okay, es hat aufgehört. Aber es hat jetzt doch nicht mehr aufgehört, weil ich jetzt ganz weit wieder zurück bin. Jetzt hört es gar nicht mehr auf. Komisch, eben hat es aufgehört. Aber wir haben es. Bonus, Bonus. So. Cool, das bringt uns zum Schloss. Aber wir gehen jetzt hier oben nach Windclimb. Oh, Autoscroll. Da gehe ich mit gemischten Gefühlen ran. Aber natürlich bin ich immer für neue Level-Ideen offen. So, das Spiel hier auf jeden Fall zeigt sehr viel immer an neuen Ideen, wie man ein Level gestalten kann. So, wenige Sachen wurden jetzt hier mehrmals hintereinander angewandt. Und da habe ich einen großen Fehler gemacht, nämlich nicht nach rechts zu gehen. Ich dachte so, ich könnte auf ihn rauf hier. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hm. Dann nach da. Mit Schaden, ja. Okay. Wenn ich klein bin, dann sieht das eh hier einfach aus, an diesen einen Seitwärtsranken lang zu hangeln. Kann ich die töten? Wo ist meine Cooper-Shell hin? Okay, sie existiert nicht mehr. Boah, scheiß Sprung. Wir haben's. Kommt der wieder? Oh, scheiße, ich komme mich ja... Okay, warte. Nein! Ah, scheiße. Gut, ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, man könnte hier stehen und das hier wäre Hintergrund. Wisst ihr, diese Säule? Aber ist es nicht. Deswegen bin ich auch draufgegangen. Jetzt muss ich mit Spinjumps her. Hops. Wo kommt denn der Checkpoint? Weiter, weiter. Ja, jetzt haben wir es. Yeah. Cool. Haben zumindest den Teil geschafft. Und jetzt geht es hier noch wilder weiter. Den Rund hat sich auch geändert. Cool. Ja. Sehr schicke Nummer. Noch ein Pilz. Also wie ich das kenne, wird der eh irgendwie so runterfallen, wenn ich meinen einen Pilz hier verliere und der andere kommt aus seinem Fenster da raus, so dass ich ihn überhaupt nicht gebrauchen kann. Genau. Ja, genau so habe ich es gemeint. So, ich hatte getroffen und der fliegt da einfach runter, so dass es mir einen Scheiß bringt. So, das passiert eigentlich fast immer irgendwie. Wow. Boah. Wo werde ich ihn mal nicht erschossen? Ja. Wunderbar. Da ist noch ein Pilz. Aber wie komme ich denn da hin? Sag bloß. Ach du Scheiße, na gut, hätte ich das mal früher gewusst. Aber es ist noch nicht zu spät. So. Oh Gott. Ach Scheiße, ey. Fassi. So, bin ich hier mal eine Sekunde sicher oder so? Ich weiß nicht. Hoch? Oh ja. Und dann haben wir es geschafft. Wow, das erfordert echt viel Energie. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe sehr viel Freude immer noch an diesem Spiel. Und wir haben es echt bis zum 7. Schloss jetzt geschafft. Wunderbar, oder? Also ihr seid bestimmt gespannt, wie es hier drin aussieht. Das könnt ihr im nächsten Part rausfinden. Also schaltet dann wieder ein. Ciao.